weiß nicht, irgendwas hat dieser Track gerade. Das ist irgendwie voll nice. Voll wie so eine Musical oder so. Merry Christmas. Ho ho ho, Malcolm. Hello, hello, hello. Und dir frohe Weihnachten. Besinnliches Monster-Bashing? Yes. Erstmal ja. Vielleicht bei der Weihnachtsmann hier heute Nacht hat mir ein Ringpiece da gelassen. Wäre schon schön. Als besinnliches Monster-Bashing. Nee, ich hab noch gar keinen Taiji, ne? Paddix wäre das erste. Guten Morgen, Kuno. Das ist eins von vielen Outfits. Ich habe doch jede Weihnachten immer irgendein Weihnachtsoutfit an. Die Tradition behalte ich bei seit 4 Jahren. Am Montag habe ich dann was anderes an. Switch the light in grün. Aber grün... Muss in meine Fernbedienung. Wir haben doch nicht St. Patrick's Day, ja. Ist da mein Grün? Jetzt das... Ja. Jetzt fühle ich mich sehr angestrahlt. Ich fand das Rot irgendwie weihnachtlicher. Ich habe heute auch Weihnachtsoutfit an mit Rentoren. Ich hab so richtig nice Kniesäckchen an. Ich muss die mal später fotografieren. Die sind so auch komplett rot, also wie das Rot, was ich anhab. Aber an den Knien sind so Weihnachtsmänner mit so Weihnachtsmützen. Richtig süß. Ist aber das dunkelste Grün, was ich kann. Denn hier macht wieder rot. Wollen wir jetzt hier einen Switch the Night Stream? Stream. Duell? Ja, Punkt habt ihr ja genug, ne? Danke, Ömit. Ich hätte gern lila blassblau kariert. Was? Lila blassblau kariert. Nur 600 Punkte. Oh no. Oh, es sind keine Punkte mehr. Der war seltener da jetzt die letzten Male, ne? Also, beziehungsweise immer nur kurz. Da sammelt man natürlich keine Pünktchen. Hinter mir? Ja, kann ich auch. Muss ich nur aufstehen. Für. Ich kann ja alles ändern. Ich könnte ja auch noch viel mehr anmachen. Was ist an einem schuld? Ho, ho, ho.
Ja, ich weiß nicht, ob das sonst zu viel Rot wäre, ehrlich gesagt. Ich kann das natürlich machen, aber ich glaube, das wäre zu viel Rot. Wenn du mich fragst. Jingle Bell Rock. Heißt Orange? Ja, wäre sogar möglich. Ich weiß noch nicht, wie gut das rüberkommt in der Cam. Tatsächlich. Nix, ne? Keine Palkstücke, du. Okay, nur diese ganze Zeit diese Monsterkacke. Muss testen. Ich weiß, dass das too much ist. Jetzt fühle ich mich irgendwann wie so ein Puff oder so. Na guck mal, selbst wenn ich hier, könnte ich ja auch orange machen, aber so würde das ungefähr dann aussehen mit der Lichterkette. Schwarzlicht gibt es, aber habe ich nicht drin. Wie rutsche ich immer weiter runter von meinem Stuhl, ne? Besser nicht. Was heißt denn hier besser nicht? Was denkst du denn hier zu sehen? Warte mal. Wie rutscht immer wieder runter? Was meinst du denn? Was siehst du, wenn ich Schwarzlicht anmache? Wie ich Johnny Harper. Das Einzige, was wahrscheinlich leuchten würde, wären meine Zähne und meine Augen und so. Wobei so Schwarzlicht ziemlich cool kommt mit so bestimmten Bildern. Also mit extra so Schwarzlichtbildern dazu. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ich muss jetzt wieder was tun. Okidoki. Denke nicht drüber nach, die Dosierung muss ja bestehen bleiben. Lugatastisch. Okay, also ich kann dich beruhigen. Es sieht hier nicht so aus wie bei Johnny Harper, wenn man Schwarzlicht macht. Die Illusion. So, trotzdem, wir passieren jetzt seit die 7. Stunde, ne? Dein Call geht gerade noch nicht so wirklich auf. Die 7. Stunde hast du gesagt, krieg ich das. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und dann unter meinem Alter sage ich gar nichts? Okay. Dann warten wir, bis er dich wieder rauslässt. Hab heute sogar mein Hemd an. Ein Hemd. Gehst du zu Mama noch später? Ja, ne?
Oder kommt sie zu dir? Oder Schwester? Falls du ihr bleibt das Weekend. Cool. Doch schön. Fährst du eigentlich weiter? Nö, ne? Ich glaube, ich nicht so weit bist du da mal. Ach, Mensch. Kleiner Finger. Gar keinen Bock. Warum nicht? Dreiviertel Stunde? Dann könntest du doch theoretisch auch abends wieder nach Hause fahren. Und dann morgen wieder hinfahren. Mein Wochenende ist jetzt, ne? Wir haben ja schon Samstag. Wie lange ist das Wochenende ja nicht mehr? Daheim bleiben wir nicht so. Ich glaube nicht, dass du bei deiner Mama viel machen musst, oder? Gestern, vorgestern meine erste Demo gedroppt vor geplanten 20. Sieht vielversprechend aus, ca. 160 Stunden, bis ich die habe, wenn ich die im Schnitt weiter droppe wie bisher. 160 Stunden. Eigentlich ziemlich machbar, ne? 160 Stunden. Dir auch, Larko, dir auch. Merry Christmas. Du wirst überleben. Ich denke doch auch, du. Eigentlich ist 160 Stunden echt machbar. Wenn du überlegst, wie viele Stunden wir schon auf anderen Spots verbracht haben, dann ist 160 Stunden nämlich machbar. Boah, es riecht so gut nach Essen bei mir, ne? Holy moly. Ich krieg richtig Hunger nach. Richtig gemein. Was hab ich mir dabei nur gedacht? Was geil wäre und am 24. Was dann? Wir haben doch schon 1000% XP. Und ich glaube auch 1000% Beute Drop Rate würde nichts bringen. Bitte nicht von Essen reden. Ja, ich habe auch schon mega Hunger. Das riecht so gut einfach. Das riecht das bis aus der Küche bis zu mir, ne? Das ist super weit entfernt eigentlich. Eieieiei. Werde gibt's auch erst nachher essen, ne, Lenny, heute Abend? Ja, nicht nur eigentlich. Die Küche ist schon sehr weit weg von mir. Ja, bei mir auch erst später. Klar wird es bringen, die machen dann Unlimited Beutedrop. Nee, wir kriegen sowieso schon genug Reicht irgendwann. Reicht einfach. Meiner Meinung nach reicht's einfach. Fondue. Chinois? Also das Fondue ist weiß ich, aber Chinois? Oder Chinois? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Wie spricht man das aus? Chinois oder Chinois? Nois. Wie viele Kilometer die Küche entfernt? Ja, die Küche ist halt einfach am anderen Ende der Wohnung bei mir.
Fleischstückchen in Bouillonsuppe. Okay, was kenne ich nur unter Fondue? Also so Fleischfondue. So kenne ich das. Okay, kann ich. Okay, Kari, dann viel Spaß bei deiner Mama. Lass dir gut gehen. Pack dir eine bequeme Hose ein. Oder zumindest eine, die du öffnen kannst. Ein Palast? Ich? Nee. Palast habe ich nicht. Aktuell habe ich nur 90 Quadratmeter Wohnung. Das hat mit dem Palast jetzt nicht so viel zu tun. Ich kenne das unter Fleischfondue, Kuno. Deine Hose sind mir eher zu groß geworden. Stimmt, wegen der Erkältung, ne? Ja, dann kannst du die jetzt erstmal wieder füllen. Die Hosen. Kleid ist auch gut, ey. Kleid rutscht einfach nach oben dann, wenn der Bauch dicker wird. Rock wäre auch geil. So ein schöner Schottenrock, ne? Na gut, du hast eine Einzimmerwohnung, ne, Ossi? Ich habe ja keine Einzimmerwohnung. Ich glaube, das ist meine Einzimmerwohnung. Damals war 30 Quadratmeter. Du nimmst ja nicht an der Hüfte zu. Zumindest nicht direkt oder nicht gleich.